give a damn. No, I don't give a damn at all. Sorry for the pair of cannonballs in my drawers. Dropping jaws, chilling the vigorous arch. Feeling the bitters and raw women. I'm spitting it in the raw. Ball to the maximum. First I laugh at half of them. Probably end up bashing them. So, Leute, wir schreiben den... So, wir schreiben den Tag 19 und 20, weil ich diese beiden Videos zusammen... Ja, ich war's frei. So, willkommen zum Tag 19 und 20, zusammengefügt, fusioniert. Und heute werde ich ein paar Fragen beantworten, weil ihr mir richtig viele kreative Fragen unter Hey Ju hinterlassen habt. Und heute werden wir noch ein Hallenbad besuchen gehen, weil es hier so ein bisschen regnet in Halle. Und ja, wie ihr sehen könnt, ich habe so mir so einen neuen Pulli geholt. Aber deswegen, weil ich brauchte einen... Was? Einen frischen Pulli, weil er einfach ein bisschen dicker ist und ein paar neue Tanktops. Und der Dena hat so ein paar neue Schuhe. Was hast du Neues? Der Cheng hat hier so ein... So einen geilen Schal besorgt. Ist stark auf jeden Fall. Sieht aber aus wie eine Socke. Simon freut sich auch richtig, gerade mich zu sehen. Ich merke hier. Und ja, Simon. Ja? Alles okay? Ich bin verliebt. Auf dem Weg nach Halle und in Halle selber haben wir sehr viele Zuschauer getroffen, die uns reichlich beschenkt haben mit Kuchen oder China-Nudeln. Ich habe sogar eine Regenkutte bekommen und so ISO-Tabletten. Einfach allein für meine Gesundheit. Das ist sau lieb von euch. Und auch vielen Dank für die lieben Zeichnungen und alles. Ja, ich trete den Jungs einfach mal den Arsch damit, während ich losgehe. Kann ich Sachen bei euch in den Rucksack tun, oder? Ja, wahrscheinlich. Verpiss dich. Verpiss euch, ihr blauen Rucksackspasten. Ich hab keinen blauen Rucksack, deswegen auch einen blauen Rucksack. Oh, jetzt geht's zu weit. Jetzt geht's zu weit. Jetzt geht's auch zu weit. Wir warten auf das Auto zum Schwimmbad. Cheng ist heute dabei. Wie fühlst du dich? Aufgeregt? Erste Mal? Interview? Boah, boah, Leute. Ich fühl mich momentan noch recht angezogen. Aber gleich nicht. So, der Cheng freut sich so richtig mit dabei zu sein, weil letztens konnte er nicht. Und ja, letztens wollte er nicht. Ich hab meine Badehose. Diese Badehose ist wunderschön. Sie ist sehr... Ja, mehr kann man dazu nicht sagen, außer schön. Meine Hose habe ich dummerweise verschenkt an eine Person. Dummerweise? Ja, das ist sau witzig jetzt, aber mehr kann ich jetzt auch aber nicht sagen. Aber ist eigentlich traurig, ne? Das ist traurig, weil ich wusste nicht, dass... Ja, wir lachen jetzt, aber eigentlich ist es traurig. Eigentlich ist es wirklich sehr traurig. So, jetzt geht's gleich ins Wasser und ich freue mich so richtig. Wie eben gerade erwähnt, habe ich ja meine Badehose verschenkt. Deswegen habe ich mir jetzt die hier geholt, weil das einfach die billigste hier ist. Und ich will hier nicht 100 Euro fürs Schwimmen ausgeben. Lieber nicht. Ja, leider sind wir dieses Mal keine Badehosen, Bros. Wie ihr sehen könnt, der hat so eine komische, hässliche Badehose. Was? Und ich habe so eine richtig stylische hier, so rot. Guck mal, wir haben aber ein bisschen dieselbe Farbe hier oben. Ist schon ein bisschen brüderhaft. Oh, zieh das mal bitte drüber. Wie mein Dödel, Alter. Nee. So, was hier gerade Sonntag ist, ist es so ultra voll, aber egal. Das lasse ich mir jetzt nicht entgehen. Ball to the maximum. First I laugh at half of them. Probably end up bashing them, crashing them, smashing them. This is gonna be a one-time opportunity. What you do to me, so new to me, kinda confusing me, I'm... So, ich bin hier gerade mit Ching Ching und den. Ich bin Chong. Und ja, wir gehen jetzt mal was essen. Und das Schwimmen hat richtig gut getan. Mir ein bisschen weniger, weil ich doch kranker bin, als ich dachte. So, jetzt sind wir hier in einem Restaurant wieder, wo wir gestern waren, im Bambus. Ja, und weil es so lecker war, werden wir heute einfach nochmal den Abend hier ausklingen lassen. Und zwar bei gutem, leckeren asiatischen Essen. Das, was der Dena... nicht so gern. Hi! Jemand meint es gut mit dir und bringt dich deinem Ziel näher. Ich glaube, man euch. Durch Ehrlichkeit und Beständigkeit wird ihr Ansehen steigen. Was heißt das? Passend zu meiner Gesundheit, lange Spaziergänge wären jetzt genau das Richtige für Leib und Seele. Ich bin raus aus Hollywood. Ciao. Tschüss. Fische fangen wir mit Angeln, den Menschen mit den Worten. Ching Chang Chong. Ching Chong. Ich will noch mal was dazu sagen. Nebel in Sicht.
macht ein nettes Gesicht. Steht da nicht drin. Nebel in Sicht macht ein nettes Gesicht. Okay. So, willkommen bei Frage-Antwort. Hashtag Heyju. Heyju. Hat die Kamera auf mich gehen? Ja. Scheiße, den Wein. Halo fragt mich, wie lange hast du an den Weihnachtsmann geglaubt? Ein Jahr. Das ist ein Heyju, nicht ein Heydena. Ein Jahr? Geglaubt? An den Weihnachtsmann glauben? Ja, aber ich habe erst mit 3 Jahren angefangen und dann bin ich viel geglaubt, aber dann nicht mehr. Ich wusste schon ziemlich so vor meiner Geburt, dass der Weihnachtsmann eigentlich eine Erfindung von Cola ist. Nee, also habe ich noch nie so richtig an den Weihnachtsmann geglaubt. Es tut mir leid, Leute. Die Clara fragt mich, fühlst du dich manchmal stark gemobbt wegen dem Justus-Bumm? Nein. Die Lene fragt mich, vor was hast du so richtig Angst? Hallo Lene. Meine einzige Angst ist dieses Geschöpf hier. Hallo. Die Jessie-Leinchen fragt mich, würdest du Freundschaft zu einem Fan schließen, wenn er viel mit euch mitmacht? Ja klar, wieso nicht? Ein Fan von mir sitzt sogar direkt vor mir. Nee, aber mal ernst, wir hatten auf jeden Fall viele, die sehr tapfer und munter mit dabei waren und ja, man hat viel gelacht miteinander, man hat viel gelabert, also klar. Und ich würde mich auch freuen, wenn ich manche von diesen Menschen wiedersehen würde. Die Vera fragt mich, was tun die anderen, während du gerade dein Video schneidest? Claudia, halt die Fresse! Nee, Claudia fragt, Frage, das ist eine Aussage. Claudia fragt halt die Fresse. Claudia fragt aber mal ernsthaft, wieso ist der Cheng immer nackt? Bin ja nicht immer nackt. Yeah. Warum sind sie immer nackt? Lieber Cheng, warum sind sie immer nackt in meinen Videos? Einfach ohne Spaß. Das Problem. Mann! Yeah. Yeah. Hast mein Zahnbelag weggekratzt gerade. Ja, dafür ist er wieder sauber. Ja, ohne Spaß, also ganz ehrlich, das ist totaler Schwachsinn. Ich bin einfach immer oberkörperfrei, weil ihr zu ungünstigen Zeiten filmt. Nee, ist ja nicht ist so. Ist ja wirklich so. Nein. Boah, die können... Lüg diese alle, Flasche hier nicht an. Alle. Problem ist einfach, dass hier 24 Stunden gefilmt wird und wenn 24 Stunden lang... Ja, deswegen bist du ja 24 Stunden lang nackt. Ist ja nicht so. Bin ich nackt? Bin ich nackt? Noel fragt mich, warum kommt diese Frage nicht ins Video? Boom! Paradoxon! Die Frage ist im Video! Okay. Was jetzt? Hey! Ich mach das Video aus, jetzt ist ja cool.